Weihnachtsmusik läuft. Alles von oben und von unten geholt. Und jetzt wird weihnachtlich geschmückt, Freunde. Ah! Oh! Ah! Meine Frau legt da viel Wert drauf, dass das alles hier... Schon so Kleinigkeiten hier im Büro. Oh! Dekoriert ihr auch zu Hause? Oder sagt ihr eher, nee, ist nicht mein Ding? Schatzi, läuft es alles? Ah ja, guck mal, unseren kleinen Krüppel-Weihnachtsbaum. Wir haben keinen Platz für einen großen, aber wir haben... Hey, dieser Weihnachtsbaum. Guck mal. Und auch verziert. Oh. Schatzi, bist stolz? Bisschen große Schleife für den kleinen Baum. Schön. Oh, die Krippe, Hasi, die Jesus-Krippe. Mhm. Balthasar, Melchior und die alle, gell? Ja, klar. Geil. Wo sind die Ziegen und die Schweine? Das ist Jesus-Baby. Holla! Oh! Ja. Oh, meh. Oh, Schatzi, schön. Wo bin ich? Welcher bin ich? Der kleine Kobold da hinten. Sag euch ganz ehrlich, das sexiest Singen hier in Haus ist das hier. Jingle ba, jingle ba, jingle ba, rock, baby. Guckt ihr den an, hot or not, Leute, hot or not. Die Dinger werden uns auch alle neidisch sein. Oh. Asi, wir lieben es einfach. Wir sind das Weihnachtskitschhaus. Einfach geil, oder nicht? Socken für Stühle. Ich werde heute live kommen, ja? Hat einen außergewöhnlichen Grund. Und zwar muss ich eine schlechte Botschaft übermitteln. Zieht euch da warm an, Freunde. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber wir werden es gleich im Livestream erfahren. Und, ja, was werden wir machen? Ich habe mir gedacht, heute mal, lasst uns nicht ballern. Lasst uns heute mal... Mega Monster Package Opening, Alter. Das ist Wahnsinn, ohne Scheiß. Es kann sein, dass da schon einige Weihnachtspakete von euch mit dabei sind. Es kann aber auch sein, dass die Sachen noch, dass das noch Ende Oktober teilweise ist. Ich weiß es nicht genau. Kann sein, dass dein Paket mit dabei ist. Und vielleicht machen wir eine nice Talkrunde. Das heißt, ihr könnt mit mir sprechen über Discord. Schaltet ein. Schlachtfeld ist wieder da. Vielen Dank wieder für diese geilen Fanpakete. Ein kleiner Leckerbissen, ohne Scheiß, waren so sensationelle Sachen dabei. Auch das Oberteil für meinen Sohn. Ganz besonders freut sich die Frau über die Küchenrolle. Dankeschön. Habt's gehört, ich bin jetzt tatsächlich auf Twitch erstmal gebannt. Das war vorerst mein letzter Stream, zumindest für die nächsten 3 Tage. 3 Tage Bann aufgrund der Situation, dass in meinem Stream in der PokerStars Casting Show, die ich damals 2011 gewonnen habe, eine Situation, die im VOD lief, das ich schon vor 3 Jahren aufgezeichnet habe, gezeigt wurde, wie eine der Kandidatinnen als Burlesque, oder wie das heißt, obenrum ein bisschen frei war. Und das hat man gesehen und deswegen erstmal müsst ihr ohne mich auskommen. Ich hoffe, ihr könnt es überleben, seid nicht traurig, aber ich werde hier auf Instagram natürlich up to date sein. Ich bin eher am Mittwoch in Hamburg. Am Donnerstag dann wahrscheinlich mit Marcel, vielleicht auch in einem IRL-Stream, wenn ich wieder entbannt bin, denn das wissen wahrscheinlich auch die wenigsten. Wenn du gebannt bist auf Twitch, darfst du in keinen anderen Stream auftauchen. Das ist tatsächlich so. Es ist nicht so, machst einen neuen Account und streamst da. Nee, habt euch getäuscht. Morgen gibt's dafür ab 18 Uhr nochmal Best of Bushido als quasi Premiere. Da könnt ihr gemeinsam im YouTube im Chat sein. Viel Spaß. Oh nein, beim Aufräumen ist aus dem einen Paket noch ein kleines Päckchen rausgefallen. Für die wunderschöne Frau an deiner Seite. Da wird sie sich morgen freuen. Vielen Dank nochmal für eure zahlreichen Pakete. Das Geile ist, ich habe noch so viele, die noch kommen werden in den nächsten Streams. Da kommen noch einige. Garage ist voll und freut euch drauf. Vielen Dank für jeden Einzelnen, der mir was an mein Postfach schickt. Ihr seid wahnsinnig.